Moin, moin, ihr Landrat, und willkommen zu einer weiteren Runde Transport FIVA 2. Heute machen wir in unserer kleinen Welt hier mal wieder weiter. Ich habe das Ganze echt lange nicht mehr gespielt, aber ich würde sagen, wir drücken direkt mal auf Play. Im Moment läuft alles sehr profitabel, wie ihr hier sehen könnt. Alles blau. Haha, so wie ich. Es wird jetzt wieder sehr lange dauern, bis wir Geld reinkriegen werden. Das gehe ich mal auf dreifache Geschwindigkeit, damit wir hier irgendwie mal Progress hier machen können. Hier werden wir auf jeden Fall nicht mehr im Zentrum der Stadt irgendwie einen Bahnhof reinkloppen können, ohne dass wir irgendwas hier kaputt machen müssen. Und kaputt machen ist in diesem Spiel halt auch teuer. Verdammt nochmal, was ist denn hier nicht teuer? Das Ding ist, es läuft gerade alles relativ gut, deswegen würde ich sagen, expandieren wir in gewisser Form. Die Frage ist nur, wo machen wir das Ganze? Hier ist eigentlich gut. Müssen wir hier so eine Verbindungsstraße bauen. Dann bauen wir hier so eine Abladestelle. Dann kaufen wir doch mal ein paar Kutschen. Da machen wir mal eine Linie. Das ist Cargo 4. Bin ich eigentlich dumm oder so? Alter. Perfekt. Ich kann wieder alles rückgängig machen, weil ich Scheiße gebaut habe. Der produziert nicht das, der produziert das. Och. Jetzt habe ich Geld aus dem Fenster geschmissen. Das, was ich eigentlich nicht machen will. Perfekt, einfach alles wieder rückgängig machen. Hier passt gar nichts. Ich finde halt absolut nichts. Das ist wirklich traurig. Das ist alles so weit auseinander. Das könnte ich auch machen. Pass auf, ich mache einfach beides. Oh, ich habe eine neue Lok freigeschaltet. Yeah, oh my gosh. Cargo 4, Cargo 5. Einfach mal Geld rausschallern. Wir haben es ja. Für jede Linie 13 Fahrzeuge, yo. Ach, geht schon weiter. Geht schon los hier. Geht schon los. Da kommen die. Da kommen sie. Da kommen sie raus. Kommen sie raus. Bringen sie mir ihr Geld rein. Das würde mich sehr freuen. Der war ja widerwärtig. Haben wir das auch geklärt? Oh, hier kommt tatsächlich echt viel schon. Oh mein Gott. Okay, warum kommt da so viel so schnell? Dann würde ich tatsächlich Siedenbollenten ansteuern wollen. Von da aus kann man dann nach Stolk und dann nach Nierenburg und dann kann man sich da aufteilen irgendwie. Wobei der Zug dann hier schon eine echt enge Kurve fahren muss. Das ist total, also was Schieferes habe ich ja noch nicht in meinem Leben gesehen. Was ist, also was ich da schon wieder fabriziere, ne? Das ist wirklich unfassbar. Das ist immer noch schief! So, jetzt mir jetzt egal, ob es schief ist oder nicht. Wirklich, leck mich jetzt blöd an den A. So, dann kommt hier ein kleiner Bahnhof hin. Ein kleiner Durchgangsbahnhof. Die sind immer noch alle so klein und süß, diese Bahnhöfe. Das ist wirklich unfassbar. Die werden natürlich irgendwann nicht mehr so süß sein. So, können wir das von den Kosten her verkraften? Auf gar keinen Fall. Der Tunnel ist ja so unfassbar teuer. Jetzt sind wir nämlich teilweise schon wieder pleite. Und wie klein und süß dieser Tunnel ist. Alter. Oh, dann jetzt kommt, ist der teuerste Teil auf jeden Fall schon mal weg. Das ist schon mal ganz gut. Obwohl, nee, wir müssen noch eine Lok irgendwann kaufen. Oh Gott, mir graut das schon. So, jetzt sind wir so gut wie pleite. Und die Kurve wird auch sehr eng gleich. Eieiei. Ich wollte gerade bauen und auf, also ich wollte gerade auf Pause drücken. Das wird der machen? Diese Kurve würde er tatsächlich machen. Dann müssen wir aber schon recht schnell wieder die Strecke neu bauen, falls mal irgendein schnellerer zukommt. Zack. Ja! Eieiei. Das ist die Buslinie 4. So. Jetzt müssen wir noch auf einen Zug sparen. Wir haben schon wieder eine halbe Million. Warum mache ich gerade so viel Geld? Naja, schnell eine Lok kaufen, dann können wir ja auch gleich ein paar Züge losschicken. Am besten machen wir das direkt schon mit der neuen Lok. Boah, Junge, wie viel Geld brauche ich denn? Im schlechten Zustand verursachen zusätzliche Emissionen. Das ist mir scheißegal. Ich brauche Geld. Versteh das. Zwischen von mehreren Fahrzeugen ist sehr schlecht. Juckt mich absolut gar nicht. Ich drück schon mal, ich mache mich schon mal bereit fürs Kaufen. Wir brauchen noch 100.000. Jetzt gib mir Geld! Da kommt eine Dampflok, da war eine Dampflok. Ja! Ja! Yeah. Wir haben es geschafft! Wir haben eine dritte Dampflok und damit würde ich sagen, herzlich willkommen, liebe S3. Da ist sie, die neue! Die kann 5 km schneller fahren. Wie immer heißt das natürlich auch hier immer noch Geduld, 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 Geduld. Das braucht man sehr viel in diesem Spiel. Ja, wir machen im Moment gut Minus. Das ist das Nervige am Anfang. Am Anfang kann man echt nicht viel machen. Und dann irgendwann später im Game macht man ziemlich viel Geld. Man weiß nicht mehr genau, wie man das jetzt loswerden soll. Aber ich glaube, das wird hier noch ein Weilchen dauern. So, 3 Leute nimmt er jetzt hier mit. Toll. Und auf der anderen Seite, auf der anderen... Oha, okay, hier wird sie gleich voll. Wo wollen die denn alle hin? Wenn die nach Scharbeutz wollen oder nach nochmal umsteigen müssen, dann ist das sehr gut.
dann ist das sehr, sehr gut. Ich ignoriere jetzt erstmal oben die ganze Zeit die Nachrichten, dass irgendwelche Zustände schlecht sind. Weil wir können halt nichts dagegen machen, weil wir Geld brauchen. Da ist doch schon einer. So. Oha. Der nimmt ein paar Leute mit jetzt. Der braucht auch deutlich länger zum Beschleunigen jetzt. Aber das ist ja nicht schlimm. Hier warten auf die S1 45 Leute. Okay, jetzt haben wir ein Problem mit den Kapazitäten, weil die jetzt so langsam ausgelastet sind. Vor allem die S1 und die S3. Oh shit. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass die S3 jetzt so einen großen Einfluss darauf hat. Die wollen alle von Siden-Bollentin nach Scharbeutz. Es ist nicht gerade so optimal. Da wollen 76 Leute mit. Ach du Heilige. Die S3 hat eine echt kranke Nachfrage. Baue ich da erstmal noch eine Weiche. Hier baue ich auch noch eine Weiche. Dann können die sich hier begegnen. Weil irgendwie muss ich da jetzt zurechtkommen. In dem Tunnel werde ich ganz sicher nicht ausbauen. So, dann ganz viele Signale jetzt. Der Linienverlauf ist schon von selbst automatisiert aktualisiert worden. Das Ganze machen wir auf der S1 genauso jetzt. Ich baue jetzt noch nicht komplett zweigleisig aus. Auf der S1 können wir uns auf jeden Fall schon mal deutlich eher leisten, weil die Strecke auch nicht ganz so lang ist. Jetzt wird es Zeit, dass wir neue Fahrzeuge holen. Wir brauchen direkt zwei neue Lokomotiven. Da wollen schon wieder 51 Leute mitfahren. Junge, übertreib doch nicht so. Das Ding ist dadurch, dass ich natürlich jetzt neue Loks kaufen muss, weil ich mehr Kapazität brauche, heißt das natürlich auch, dass ich halt auch neuere Bahnen einsetze. Weil die alten, die kaufe ich halt nicht nochmal so. Sondern ich hole dann halt auch eine neuere Generation. Da sind schon wieder 24 Leute. Was ist das? Auf einmal? Alter, 61 Leute mit der S1. Da stehen auch 85 Leute. Das sind wirklich unmenschliche Zahlen mittlerweile. So. Und zack, vollständig zweigleisig ausgebaut. So einfach geht das. Und da können wir schon die nächste Lok holen. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Heilige Maria. Jetzt haben wir nicht mal Geld für ein Signal, auf jeden Fall. Jetzt fahren die sich auch nicht mehr gegenseitig in den Weg, ne? Jetzt fahren die schön zweigleisig. Das passt doch gut. Okay, die sehen wirklich nicht mehr gut aus, die Bahn. Ja, wir machen ganz gut Geld. Am meisten macht die S1, dann kommt die S3. Die ist ganz neu erst, die S3. Beschweren kann ich mich da eher weniger. Jetzt haben wir halt doch überall hier instant ausgebaut mit den Kapazitäten. Ja, guck mal, die Fahrgastzahlen sind instant angestiegen, Alter. Oh, guck mal, der Wert ist ja richtig hoch jetzt. Am Anfang der Folge dachte ich noch so, oh, das wird chillig, hier sind nicht so viele Leute, die fahren wollen. Müssen wir noch nicht so schnell zweigleisig ausbauen. Ich glaube, wenn ich hier so Bahnen mit Strom habe und die Einwohnerzahlen immer noch so sind, dann werde ich auch garantiert nicht zwei Gleise brauchen. Dann kann ich wieder zurückbauen. Ja, die S2, die wird jetzt aber auch schon langsam voller, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass ich da jetzt eine neue Bahn brauche. Also alles in allem würde ich auf jeden Fall sagen, die S3 ist auf jeden Fall ein Erfolg, denn sie hat eigentlich alle Linien gepusht und tatsächlich auch an ihr Limit. Die Buslinie 1, die kommt zum Beispiel auch nicht hinterher, da würde ich jetzt tatsächlich auch diese Dampfteile holen. Die sind ein bisschen anders jetzt. Jetzt sind sie dampfbetrieben. Können auch ein bisschen schneller, ich weiß nicht, wie viel schneller. Die Höchstgeschwindigkeit von denen hier ist 18, deren Geschwindigkeit hier ist 17. Geringer? Okay, die S3 hat wieder 62 Leute, die hier warten, aber davon werden jetzt 48 mitgenommen. Das heißt, das Ding ist gleich voll. Da passen 32 Leute rein, das könnte auch voll werden, weil hier kommt mit 21 hier an. Ja, man sieht es auch am Kontostand. Die 1 Million ist jetzt schon greifbarer als vorher. Jetzt sind natürlich dann die Emissionen erstmal deutlich beschissen, ha? Oh, die S2 ist jetzt voll. Oh, S2. Jetzt fängt die S2 an. Eine Station ist überlastet. Das sind die Cargo-Stationen. Der ist auch überlastet. So, gut ausgebaut. Haben wir damit auch weniger Probleme. Aber die Cargo-Stationen sind überlastet. Und das ist ganz interessant, weil das heißt, dass wir dann mehr Kutschen einsetzen können. Wie ihr seht, wir ballern das Geld einfach instant wieder raus. Ich glaube, Scharbeutz möchte auch gerade wachsen. Was? What the fuck? Die Scharbeutz möchte auf seine ursprüngliche Größe wieder sinken. Alter. Ja, die möchten deutlich kleiner wieder werden. Und dann wird die S1 auch wieder kleiner. Boah, bitte bleib genauso groß wie jetzt. Gerade läuft's. Emission 69 und Emission 81. Ja, aber die Busse haben doch später dann auch so viel. Als ob dann die Stadt instant kleiner wird. Ach, come on, ey. Oha, der macht Minus. Alter. Aber diese Cargo-Station, die sind ganz krass überlastet. Diese Stadt
wird kleiner, sie wird kleiner, nein, gerade hat sie es nur angekündigt, jetzt wird sie kleiner, nein, die Einwohnerzahl von Chabot ist abnehmend, eieiei. Das war's dann auch wieder mit dem Video. Wollt ihr mehr von diesem Spiel sehen? Dann lasst doch einen Daumen nach oben da, und ich werde mehr Content von Transport Fever 2 bringen. Bis dahin, macht's gut.